Servus Leute und seid herzlich willkommen zur fünften Folge der Jan Regensburg Karriere. Ja, meine lieben Freunde, in der letzten Folge haben wir einfach mal das Unmögliche geschafft. Und zwar haben wir FC Schalke 04 mit 4:3 geschlagen und sind damit in die dritte Runde des DFB-Pokals eingezogen. Aber wir haben dann leider gegen Heidenheim verloren und sind damit ausgeschieden. Aber trotzdem haben wir das Ziel des Vorstands erreicht, Runde der letzten 32 erreichen. Und in der Tabelle stehen wir derzeit auf dem 10. Tabellenplatz mit 22 Punkten. Und wir sind derzeit 15 Punkte hinter dem 3. Platz. Das heißt, es wird sehr schwierig noch mit dem Aufstieg. Und ich könnte auch ihn eigentlich jetzt schon abschreiben, weil das ist eigentlich fast schon unmöglich. Und lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, um dieses Projekt zu unterstützen, und lasst auch gerne ein Abo auf diesen Kanal da, um keine weitere Folge der Jahrenkarriere mehr zu verpassen. In der letzten Folge haben wir noch zum Schluss ein 1:1 gegen den VfL Bochum geholt, und heute geht es direkt los, und zwar mit dem Wintertransferfenster. Da bin ich mal gespannt, wen wir verpflichten, aber auch wen wir verkaufen. Ihr könnt hier schon sehen, wir haben nämlich zu viele Stürmer im Kader. Derzeit haben wir 6 Stürmer und auch noch Armenino, der auch im Sturm spielt, und damit sind wir bei 7, und das ist ernsthaft zu viel. Wir könnten theoretisch die Leihe von Seidel beenden, aber das wäre mir zu teuer, und Andreas Albers und Jan-Marc Schneider habe ich schon mal auf die Transferliste gepackt. Das einzige, was wir machen könnten, wäre neue Spieler zu verpflichten und diese Spieler dann eben als Tausch anzubieten. Und das wäre die Aufstellung, was so ungefähr das Bestmögliche vom Rating her ist. Die schlechtesten sind einmal unser Rechtsverteidiger Wagnumann. Den habe ich aber erst in der Sommertransferphase verpflichtet, und der ist erst 19 Jahre alt. Also auf der Position werde ich keinen neuen Spieler verpflichten. Und dann haben wir auch noch Max Bisuschkow mit einem 67er Rating. Aber da bin ich ehrlich, da suche ich auch wirklich keinen neuen, weil der eigentlich auch rasiert. Wo wir vielleicht einen neuen Spieler suchen könnten, wäre hier auf der Position von George oder vielleicht ein Upgrade für Knipping. Problem ist, wir hätten hier noch Tom Bark als Backup, und der ist jung, 20 Jahre alt und hat auch sehr bald wahrscheinlich die 68er Gesamtstärke. Ich packe jetzt hier nochmal nach einer kurz rein, weil der ist hier der höchst ratete in der Innenverteidigung. Also schreibt auf jeden Fall mal Vorschläge rein, wen wir zur nächsten Saison dann verkaufen sollen, weil ich werde natürlich heute in dieser Folge die komplette Wintertransferphase machen. Und eins habe ich ganz vergessen, und zwar unsere Jugendakademie. Und vor allem im Potenzial sind sehr viele Spieler runtergegangen. De Vries hat das meiste Potenzial, aber ich glaube sogar das schlechteste Gesamtrating. Ich biete mal Rodney Vermeulen einen Vertrag an. Nicht, dass der irgendwie weg will. Und dann kommen wir zum ersten Training in dieser Folge. Meier geht auf eine 56 hoch. Und jetzt sind wir endlich im Transferfenster angekommen. Und Real Madrid verpflichtet Ciro Immobile, und wir bekommen wieder monatliche Scouting-Updates rein. Von den Holländern ist wirklich kein guter dabei, und beim Deutschen ist auch kein brauchbarer dabei. Nächste Trainingseinheit. Ich habe mal Früchtel ins Training gepackt, und der geht direkt auf die 70 hoch, und Bark verbessert sich auch auf eine 65, und damit haben wir derzeit 4 Spieler, die über einer 70er Gesamtstärke haben, und es geht direkt weiter mit dem Training. Und Kidinen geht auf die 70 hoch. Damit haben wir derzeit 50 Spieler mit einer 70er Gesamtstärke. Und in dieser Folge werden wir anscheinend nur trainieren. Meier geht auf eine 57 hoch. Und wir sind schon am nächsten Spieltag angekommen. Bisher ist noch nicht mal ein Transferangebot reingekommen. Und wie am Anfang der Folge schon gesagt, ich habe wirklich keinen Plan, welche Position ich verbessern soll. Nebenbei ist auch noch Bisuschkow und Wagnermann eine Gesamtstärke hochgegangen. Und ich gehe direkt mal in Spiel gegen Hannover rein. Bitte zumindest ein Unentschieden. Die sind nicht gut drauf, aber wir verlieren mit 1:3. Bisuschkow aber mit einem Tor zum 1:1. Und es geht direkt weiter mit den Trainings, aber in der Einheit verbessert sich leider niemand. Kuttner bedankt sich dafür, dass er so oft spielen darf. Und ich sage ihm einfach mal, ich erwarte mehr von dir. Vielleicht motiviert ihn das ein bisschen. Ich bin ganz ehrlich, ich will keine Rückrunde wie Schalke spielen. Also ich will jetzt nicht hier jedes Spiel verlieren. Ich will schon ungefähr hier auf dem 10. Tabellenplatz noch am Ende sein. Ich pack mal Seidel aus der Startformation und gebe Makridis mal wieder einen Satz. Und
zwar gegen Fürth. Komm schon, ein Derby, das pusht euch doch. Kommt schon, Jungs, bitte. Ja, zumindest ein Unentschieden, aber Früchtl verletzt sich. Wir schauen, wie lange 6 Tage ist. Okay, dann darf Maier wahrscheinlich ein Spiel oder so wieder spielen. Und ein Transferangebot für Andreas Geipel von Cardiff City. Und ich will einfach nicht den Schalke-Move machen und den kostenlos ziehen lassen. Deswegen werde ich jetzt einfach mal den Vertrag verlängern mit ihm. So, Andreas Geipel, bitte, komm schon. Verlängerung, nimm es an, let's go. Und damit sollte der auf jeden Fall nicht zu Cardiff City wechseln. Und wir können auch schon mal mit Marcel Correa vielleicht verlängern. Ja, ein Jahr ist okay. Und damit war es auch schon von der Wintertransferphase. Wir haben keinen Spieler verkauft, aber auch keinen gekauft. Und ich glaube, das war wirklich die schlechteste Transferphase, die ich jemals gehabt habe. Für Früchtl kommt Max Bezuschkow ins Training und Bark geht auf die 66 hoch. Und da er sich in den letzten Trainings gut verbessert hat, darf er jetzt auch mal wieder von Anfang an ran. Benedikt Gimber will zum nächsten Spiel gegen Bielefeld spielen. Und ich denke mal darüber nach. Und wir bekommen wieder monatliche Scouting-Updates. Und da ist Justin De Witt dabei. Hat zwar keine gute Gesamtstärke, aber zumindest ein 69er bis 94er Potenzial. Sonst ist aber bei den Holländern wieder nichts Gutes dabei. Und beim Deutschen ist auch Jonas Weise dabei. 70er bis 94er Potenzial, aber auch wirklich keine gute Gesamtstärke. Aber er hat einen Marktwert von 230.000 Euro. Maximilian Diekmann ist jetzt so gar nicht zu gebrauchen. Ich gebe mal jetzt Benedikt Gimber noch zum Spiel gegen Bielefeld Einsatz. Und auch Oliver Hein darf mal wieder von Anfang an. Und mit der Aufstellung gehen wir dann auch rein ins Spiel gegen Bielefeld. Aber davor müssen wir noch ganz kurz in die Pressekonferenz. Können Sie weiter solche Leistungen zeigen? Und ich antworte darauf mal mit: Wir sind nach wie vor gut drauf. Ist ein Sieg gegen DSC Arminia Bielefeld realistisch? Wir werden alles geben, so wie immer. Wie werden Sie das nächste Spiel angehen? Und darauf antworte ich mit: Wir müssen ein gutes Spiel zeigen. Damit ist auch nochmal die Teammoral vor dem Spiel ein bisschen nach oben gegangen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein ins Spiel gegen Bielefeld. Es ist wieder Zeit für die Bundesliga, 21. Spieltag hier bei Bielefeld gegen Jahn Regensburg in Nordrhein-Westfalen. Und Bielefeld ist ja derzeit Tabellenführer und haben in den letzten 9 Heimspielen insgesamt 24 Punkte geholt und auch 24 Tore erzielt. Liga Bestwert. Wir schauen mal auf die Aufstellung von Arminia Bielefeld. Ortega steht heute im Tor davor, spielt eine Viererkette. Und dann noch im Mittelfeld Jabo, Prietl, Seufert. Davor dann noch die Dreierkette im Sturm Hartl, Zozulia und Klaus. Auf der Auswechselbank sind auch noch ein paar interessante Spieler dabei. Und da gehen wir auch schon direkt weiter zur Aufstellung vom Jan. Im Tor heute verletzungsbedingt Meier. Davor spielt eine Viererkette wie immer, bestehend aus Kidinen, Kuraya, Tombak und Oliver Hein. Und im doppelten Sturm dann noch Armen Jedo und Marco Grüttner. Auf der Bank dann doch noch Früchtl dabei, aber der muss leider verletzungsbedingt noch aussetzen, da er noch nicht ganz fit ist. Wir springen direkt in die erste Situation rein. Der Jan vorne im Angriff, Grüttner auf Stolz und der mit dem Abschluss. Und Ortega mit der Parade. Hier könnte schon das 1:0 für Jahn Regensburg fallen. Aber gut pariert von Ortega. Wir gehen gleich weiter. Jetzt mal Bielefeld im Angriff. Das ist Klaus auf rechts außen. Der bringt die Flanke auf Seufert. Und jetzt Hartl. Und Meier kann sich da noch reinwerfen. Aber kann auch nicht mehr viel machen. Hartl nämlich hätte den Ball vorbeigesetzt. Jetzt wieder der Jan im Angriff. Armenido spielt auf Grüttner. Der wieder zu Armenido und jetzt wieder Grüttner und der spielt wieder zu Armenido und jetzt ist Armenido vorm Tor. Und mit dem 1:0 in der 15. Spielminute, die Nummer 18, der Neuzugang des Jans. Jetzt hier also mit seinem ersten Saisontor am 21. Spieltag gegen den Tabellenführer. Etienne Armenido also hier mit dem 1:0 und Bielefeld probiert's mit einem Distanzschuss. Aber der geht über das Tor. Aber ich denke mal, den hätte Alexander Meier auch gehalten. Armenido jetzt auf Andreas Geipel und Elfmeter.
kurz nach der Halbzeit hier dieses Foul vom Prietl. Und das ist jetzt also die Chance für Marco Grüttner, das 2:0 zu erzielen. Was macht er? Er versucht oben links den Ball reinzuschießen, aber Latte. Knapp an die Latte. Da hätte auf jeden Fall ein Tor rauskommen müssen. Und nochmal Grüttner, kurz darauf mit einer Ecke. Aber direkt in Ortega reingeköpft. Wir gehen weiter in die 55. Spielminute. Jetzt ist Amenido mal auf links außen durch. Spielt den Ball auf Stolze, der mit dem Abschluss und mit dem 2:0 in der 55. Spielminute sein 7. Saisontor von der Nummer 22. Hier zeigt er uns sie nochmal. Was für ein Spiel heute vom Jahn gegen den Tabellenführer Arminia Bielefeld. Aber die lassen sich nicht einschüchtern. Das ist jetzt zu Kuh. Der bringt den Ball zu Seufert. Der bringt den Ball in die Mitte. Um Pfosten. Das wäre ein wichtiges Tor für Arminia Bielefeld gewesen. Und nochmal Bielefeld vorne. Und Rieder eine Riesenchance. Aber Meierl schmeißt sich wieder in den Ball rein. Und jetzt ist Grüttner vorne. Der schießt. Aber wieder auf Ortega. Eckball. In der 77. Spielminute Goraya und da kommt Grüttner nochmal zum Ball und auch zum Abschluss, aber er schießt wieder Ortega an. Jetzt nochmal Bielefeld in der 84. Spielminute vorne, bringt den Ball zu Zulia und der muss nur noch schießen und der wäre wahrscheinlich aufs Tor gegangen. Nochmal Bielefeld und jetzt wieder zu Zulia, aber Meier hat den Ball fest und jetzt nochmal Marco Grüttner, kein Handspiel, der legt den Ball weit vor und dann das 3:0 und damit ist alles entschieden hier in der Nachspielzeit in der 93. Spielminute. Jahn Regensburg gewinnt mit 3:0, sehr überraschend gegen den Tabellenführer und steigt damit wieder ins Aufstiegsrennen ein. 7. Tor von ihm, also jetzt hier Marco Grüttner und damit war es auch von dieser Partie. Jahn Regensburg gewinnt jetzt endgültig mit 3:0 gegen Arminia Bielefeld und damit verabschiede ich mich hier aus Nordrhein-Westfalen, aus Bielefeld, von euch für diesen 21. Spieltag. Ja, meine lieben Freunde, wir gewinnen also mit einem 3:0 gegen Bielefeld. Und Bielefeld war auch noch Erster in der Tabelle. Also war dieser Sieg auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und damit rücken wir vor auf dem 9. Tabellenplatz. Aber ich bin immer noch ehrlich, wir werden sehr wahrscheinlich nicht mehr nah an den 3. Platz rankommen. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, in die obere Hälfte der Tabelle zu kommen. Einfach, weil es dann besser aussieht. Also so der 8. oder vielleicht sogar der 7. Platz wäre auf jeden Fall gut. Und das nächste Training, wir hätten eigentlich Früchtling wieder reinmachen können, aber jetzt hat einfach mal Bistuschkow nochmal ein Training von uns bekommen. Und Benedikt Gimber sagt, dass es ein schöner Sieg war. Und ich sage ihm einfach mal sehr gut. Ich wechsle mal zum Spiel jetzt noch gegen Wien Wiesbaden Wagnumann in die Startaufstellung ein. Früchtl setzt nochmal ein Spiel aus, da er noch nicht ganz fit ist. Und das nächste Spiel ist sehr wichtig und zwar ist es gegen Stuttgart. Gegen die haben wir ja im Hinspiel mit 7:0 gewonnen. Und ich denke mal, dass es dieses Mal ein bisschen schwieriger wird. Sonst wechsle ich mal nicht durch. Und dann simulieren wir die Partie zu Hause gegen Wien Wiesbaden. Kommt schon, Jungs. Was ist denn los? Ey, ganz ehrlich, die Simulationen sind bei uns echt scheiße geworden. Gegen Wien Wiesbaden habe ich eigentlich einen Sieg erwartet. Und was passiert? Wir verlieren mit 2:1. Ja, das ist natürlich nicht gut. Sebastian Achreiner bedankt sich für die Spielzeit, die ich ihm in letzter Zeit gegeben habe. Und ich sage ihm einfach mal, ich erwarte mehr von dir, da er vielleicht doch ein bisschen besser dadurch wird. Und dann kommen wir zum Training. Ich mach mal wieder Bistuschkow raus und pack Früchtl wieder ins Training rein, damit er sich wieder verbessert. Geht leider keine Gesamtstärke hoch, dafür Meier auf eine 58. Und dann sind wir beim Spiel gegen Stuttgart angekommen. Makridis will beim nächsten Match von Anfang an spielen. Und ich denke mal drüber nach, er war ja auch beim Spiel mit dem 7:0 in der Startformation. Und ich glaube, er hat auch 2 Tore oder so gemacht. Und Okorochi will auch spielen und ich gebe ihm mal die Chance. Dafür kann Kirinen mal wieder aussetzen. Und mit der Aufstellung gehen wir dann ins Topspiel in der nächsten Folge.
Folge rein. Früchtel im Tor für Meier. Okorochi darf mal von Anfang an ran für Kirinen. Isuschkov darf wieder in die Startformation. Da hat ja die letzten zwei Spiele Gimba immer gespielt. Und wie ich es ihm versprochen habe, darf auch Makridis anstelle von Amen Yido von Anfang an ran. Ja, meine lieben Freunde, das war's dann auch schon wieder von dieser Folge heute. Die letzten Folgen gingen ja so zwischen 20 und sogar 30 Minuten teilweise. Heute mal etwas kürzer. Ich möchte nämlich nicht, dass sich jede Folge so lang streckt. Deswegen beende ich die Folge heute. Das Spiel gegen Stuttgart seht ihr dann in der nächsten Folge. Um das nicht zu verpassen, könnt ihr gerne ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren, damit ihr dann auch direkt benachrichtigt werdet. Und ja, lasst auf jeden Fall gerne ein Like noch auf die Folge da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!